Wir fahren hier einfach mal. Oh, scheiße, die haben wir ja gerade erledigt. Aber hier könnte noch eine sein. Nein, ist aber nicht. Alter, 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 Alter. Wir können mal wieder unsere Schrotflinte nehmen, ne? Da haben wir einiges, genau, da haben wir einiges aufgesammelt an Muni und noch nichts von verbraucht. Und hier ist schon wieder neue Muni. Boom. Na, also wenn, dann asen wir hier regelrecht rum, während uns hier gerade auf den Kopf drauf gekotzt wird, regelrecht. Okay, aber das haben wir. Was? You died, Freeman. Ob wir sterben... Was? Died, Freeman? Jore? Was? Keine Ahnung. Vielleicht falsch geschrieben einfach. Ich weiß es nicht. Habe ich mich erschrocken. Ich habe gedacht, da wäre noch ein Vieh gewesen, ey. Leck mir am Arsch. Okay, aber hier für diese Zugfahrt schalte ich aber lieber hier drauf um. Und weiter geht's. Weiter geht's ins Ungewisse. Hinter jeder Ecke lauert der Tod. Hinter jeder Ecke. Kann jemand von der GEZ warten? Wartet mal eben. Ich habe irgendwie... Ich weiß, dass das immer scheiße ist, aber ich habe nochmal halt meistens ein ungutes Gefühl. Oh, mein ungutes Gefühl hat mich nicht, hat mich nicht getäuscht. Guten Abend. Wow, Typ ist tot. Sehr gut. Allerdings haben wir jetzt zwei Granaten verloren, aber na, besser das als unser Leben. Hui! Das hört sich irgendwie hier komisch an vom Geräusch her. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Dieses... Also das scheint doch irgendeine Mechanik zu sein, aber das hört sich im Moment gerade eben einmal kurz so an, ne, wie hier diese komischen, ja, die so tigermäßig aussehen, diese Dinger, die hier diesen Atommüll von sich rauskotzen, regelrecht. Nicht so nah dran, wir wissen ja, ne, Moment, das ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Ich möchte ja auch ein bisschen geschützt sein. Alter Schwede, das ist natürlich hier ein richtig heftiger Raketenwerfer gewesen. Eigentlich ideal ausgerichtet, ne? Kann alles wegsprengen. Aber er hat eben halt über unseren Kopf hinweggeschossen. Und da. Das war sein Fehler. Und weiter geht's. Oh, oh. Okay, da... Das da hinten sieht aus wie jede Menge Sprengstoff. Aha. Naja, schauen wir mal. Oh, da scheint wieder ein größerer Raum zu sein. Auf jeden Fall freies Feld. Alles klar. Ich hab's irgendwie gewusst. Alter. Jetzt sterbt. Alter, wie viel halten die denn aus? Nein, jetzt auch noch auf die Schiene. Ja, aber scheißegal. Ihr kriegt jetzt alle hier einen auf die Fresse. Alle. So, auftanken. Ich weiß gar nicht, ist denn hier überhaupt was drin? Und wie ist die Chance? Eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, alle Kisten zu zerschmettern. Reicht ja schon, dass ich das bei den Großen mache. Also da war jetzt nichts gewesen. Kein Schalter? Kein Schalter? Kein Schalter. Okay. Das war aber in letzter Sekunde. Das war in letzter Sekunde. Weg, 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 weg. Komm, komm, komm.
Komm zum Herrn Reichsgrafen. Komm zum Herrn Reichsgrafen. Ich habe für jeden von euch eine Kugel. Jeder bekommt eine extra Kugel. Zwar nicht mit seinem Namen drauf, aber... Scheiße, ich glaube, wir gehen doch lieber erst hier hoch. Ach, auch wieder mit geduckt springen. Ach, guck mal an. Haben wir den umgebracht? Ah, da... Das kann sein, durch die Sprengung. Dass wir den dadurch umgebracht haben. Wo waren denn jetzt die Headcrabs gewesen? Alter! Noch einer. Das waren zwei Soldaten. Und wir brauchen mal wieder Muni. Nämlich so. Aber wir haben... Also Granaten haben wir, Wurfgranaten 10 von 10, aber der Rest sieht ein bisschen schlecht aus. 145 nur. Ach, guck mal an, da ist noch eine andere. Ach, das könnte die... Ah, die Schranke sein. Genau, das könnte die Schranke sein, wo ich ja vorhin noch sagte, oh, kein Schalter hier, kein Hebel, um die zu öffnen. Das wird es wohl gewesen sein. Okay. Ich habe jetzt noch nicht auf diese Schranke geachtet, ob die jetzt auch hoch und runter gegangen ist. Aber ist auch scheißegal, wir werden es ja gleich sehen. Weil den Hebel, den hätten wir mit Sicherheit auf jeden Fall benutzen müssen. Und das haben wir ja jetzt auch. Was hast du denn hier? Was? Aber das ist doch, das ist doch keine Schrot, das ist doch Maschinenpistole. Wieso kriegen wir denn hier keine Muni? Alter, wo sind die? Man weiß es nicht. Ich will es jetzt auch gar nicht wissen. Ja. Keine Ahnung. Aber das ist nicht unsere. Wir sollten vielleicht doch lieber unsere nehmen, oder? So, hier, die Schranke ist auf. Nee. Oh, gut. Nicht dran gekommen. Pass mal auf. Wir können uns nochmal eben die 3% holen. Wow. Nur damit wir einfach mal wieder sagen können, 100 von 100 an Energie. So, abspeichern. Und dann würde ich sagen, let's go. So, fahren wir mal einen kleinen Tacken schneller hier auch. Im Moment läuft's ja, im Moment läuft's ja. Oh. Ah, das ist volle Geschwindigkeit übrigens. Schneller geht's nicht. Alter! Geht's noch? Geht's noch? Fährt auf einmal ein Soldat mit. Nein! Ich befürchte, das müssen wir nochmal machen. Scheiße, der Typ ist ja echt draufgefallen noch. Boah, den kriegen wir so schlecht. Weg, 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 weg. Der lebt immer noch, der Typ. Jetzt ist er endlich tot. Scheiß die Wand an. Heftig. Jetzt sag nicht, wir kommen gar nicht weiter. Was ist das denn? Wie? Kommen wir jetzt hier echt nicht weiter? Alter! Sind wir jetzt hier völlig umsonst hin? Ja, sicher. Wir sind hier völlig umsonst hin. Oder wisst ihr was? Sollen wir uns das schenken? Wir wissen ja jetzt, was da passiert ist. Da müssen wir nämlich wahrscheinlich da jetzt her.
Also da ist Sackgasse, da ist der Typ mit dem Sprengkommando. Und ja, den müssen wir jetzt, denke ich, nicht unbedingt da so haben, dass wir den auf erledigt stehen haben. Der arme Typ, der wird bestimmt keinen da hinten mehr was tun. Der wird ja jetzt elendig versauern. Ich lache mich tot, wenn der jetzt dann gleich doch irgendwie da noch steht und uns kalt macht. Komm schon. Okay, dann laufen wir jetzt hier mal zu Fuß her. Ich vermute mal, dass wir dann wohl ja hierher müssen. Komm, nachladen auch nochmal eben schnell. Guck mal einer an. Bis dahin ist der Typ gefahren. So, pass auf. Nochmal abspeichern. Sicher ist sicher. Wir wissen nicht, was uns hier... Au, scheiße. Da ist schon wieder Maschinengewehr. Automatisch. Hilfe. Da ist hier nichts. Da. Scheiße. Ja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt gucken, wie wir den irgendwie weggebombt kriegen, ne? Irgendwie. Gott sei Dank. Hui. Wir haben ihn weggebombt. Die erste Granate war ein Treffer. Wie geil ist das denn? Geil. Echt geil. Coole Sache. So, pass mal auf. Das holen wir uns mal. Wo kommen wir denn? Da ist eine Leiter. Da ist noch ein Soldat. Alter, noch mehr. Alter! Scheiße! Das sieht nicht gut aus. Wir sind ganz schön verletzt worden. Was ist das? Ach, geht nur halb runter. Ah, da hinten die Schranke ist hochgegangen. Alter Schwede! Das war aber jetzt ein hoher Verlust gewesen. Da haben die sich gut versteckt, ey. Aber egal, wir machen weiter. Da können wir uns gleich nochmal ein bisschen aufladen. Wir laden jetzt nicht neu, machen nochmal irgendwie das gleiche oder so. Wir kriegen ja jetzt wenigstens, ja, wir haben unsere Gesundheit auf 100%, unsere Anzugenergie ist zwar nur noch auf 14, ganz ehrlich, müssen wir mitleben. Da müssen wir mal mitleben. Wie sieht's hier aus? Ist da irgendwas zum Hinterkommen? Nein? Gut. Hui, schwupps. Okay, das bedeutet, wir fahren hier weiter, schalten erstmal um auf unsere andere Waffe, haben gespeichert und fahren weiter. Ich bin gespannt, wo es weitergeht, beziehungsweise wie es weitergeht. Ei, 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 was da denn? Ist da wieder irgendwie ein Aufzug oder ein Abzug? Oh, oh. Ich vermute mal, dass wir dann am besten erstmal hier was machen, bevor wir da weiterfahren. Weil wenn wir hier schon so die Gelegenheit haben, dann gucken wir doch mal. Oh oh. Das sollten wir wegmachen. Das sollten wir wegmachen. Boah, wie machen wir das denn? Wie gehen die am besten weg? Oh, sorry. Wollte ich nicht. Halt, ist hier irgendwas? Ach, guck mal, da ist noch so eine Mine. Oh, haben wir. Ja, so eine Haftmine, ne? Pass mal auf, versuchen wir mal. Wir versuchen das mal haftminenmäßig. Oh Gott.
runter. Das wollte ich so nicht. Gut, aber die da oben scheint auch gezündet zu haben. Dann sammeln wir das mal wieder ein. Ach, und die da unten holen wir uns jetzt nicht auch noch. Scheiß was drauf. Die benutzen wir wahrscheinlich sowieso nicht so oft. Und hier liegt auch noch eine. Zack. So. Okay, das haben wir also weggehauen. Oh, war hier ein Soldat gewesen? Sieht so aus, ne? Sehr gut, Anzugenergie. Oh Gott. Da kommen wir hoch. Also, da fahren wir nachher hoch. Und da geht's da hoch. So, pass mal auf. Jetzt gucken wir mal eben. Da geht's auch noch nach oben. Und hier geht's nach unten. Ja, und für den geht's bergab. So, das heißt, das wäre der erste Kandidat gewesen, der uns geärgert hätte.